Die Mittel in den öffentlichen Haushalten der Kommunen und Gemeinden werden immer knapper. Der Rotstift wird trotz anderslautender Beteuerungen der Politik auch in Zukunft sehr oft angesetzt werden. Ehrenamtliche Arbeit wird immer wichtiger. In Zeitz wurde hierzu eine Aktion gestartet. Also das ist der erste Freiwilligentag in Zeitz, findet hier zum ersten Mal statt, heute am 14.09. von 10 bis 14 Uhr. Am vergangenen Samstag waren das vier Projekte. Zum einen trafen sich Kinder und Freiwillige zum Thema Kunst im Wald. Aus Naturmaterialien, vorzugsweise Holz, was im nahegelegenen Knitterholz gesammelt wurde, sollten Werke entstehen. Die Form dazu gibt das Material meist schon vor. Die Fantasie und Kreativität entscheidet dann über Details und das handwerkliche Geschick über die Umsetzung. Herbstputz bei Martin und Katharina war im Torhaus des Zeitzer Schloss angesetzt. Im Archiv war nach langer Zeit mal eine Grundreinigung notwendig. Regale mit wertvollen Büchern und Dokumenten wurden entsprechend eingehüllt. Staubwedel und Lappen kamen zum Einsatz, die Schriften, die zum Teil viele hundert Jahre alt sind, vom Belag der Zeit zu befreien. Viele Bücher und Dokumente zum Thema Martin Luther werden hier aufbewahrt und auch ein Nachfahre des Thesenverfassers half bei der Reinigungsaktion mit. Geputzt wurde auch unter freiem Himmel. Die Mitstreiter der Initiative Stolpersteine waren in Zeitz unterwegs, besagte Stolpersteine wieder sichtbar in das Stadtbild zu integrieren. Diese Steine erinnern an jüdische Bürger der Elsterstadt, die während der Zeit des Nationalsozialismus umgebracht wurden. Ebenfalls ins Boot konnte die Verkehrswacht geholt werden. Diese kümmerte sich um die Verkehrssicherheit von Zweirädern im Zeitzer Mehrgenerationenhaus. Es wurde überprüft, inwieweit die Bikes den Anforderungen der STVO entsprechen. Fahrräder, die Mängel aufwiesen, sollen im Nachgang entsprechend repariert und straßentauglich gemacht werden. Die Initiatoren konnten für diese Aktion auf Erfahrungen aus anderen Städten zurückgreifen. In Halle fand dieser Freiwilligentag bereits zum 9. Mal statt, in der Landeshauptstadt bereits zum 8. Mal und auch in Naumburg waren bereits zum 2. Mal Ehrenamtliche unterwegs. Die Erfolge, die steigende Beteiligung in diesen Städten und die hohe Anzahl derer, die seitdem dauerhaft in den Vereinen mitarbeiten, machte dem Engagementzentrum Zeitz Mut, diese Aktion ebenfalls in der Elsterstadt durchzuführen. Nun haben es die Bürger in Zeitz in dieser Hinsicht in der Hand, inwieweit diese Aktion wächst, um dem Rotstift etwas entgegenzusetzen.